zu der Liste von zukommen lassen. Ist eine PDF. Aha. Ich wüsste jetzt nicht, wie ist das Problem, weil PDF wüsste ich jetzt nicht, wie du die verschicken kannst. So. Packen wir mal rein. So, ich denke mal, für ein Match haben wir heute noch Zeit. Also habe ich heute noch Zeit. Das ist das Problem. Ich muss heute noch, habe heute Abend noch leider was zu erledigen. Deswegen, ja, es sollte ein relativ kurzer Stream. Von daher, ja. Yeah. Die sich bewegen können, gebraucht, was geht nicht gerade beweglich. Ja, guter Punkt. Skelengel ist nicht unbedingt ein Speedy-Monster. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was ist Bereich 3 jetzt? Bakura. Es ist Chibi-Bakura. In einem Bonsai-Garten. Okay, denn. Wieso habe ich auch das Gefühl, dass der letzte Bereich nur aus Bossen bestehen wird? Der wird dir gefallen. Der Bereich oder... What? Ah, hier ist die Liste, genau. Erstmal machen wir uns auf jeden Fall gleich einen 1000-Drachen. Das ist höchste Priorität. Ich bin noch dabei, das Spiel zu lernen, Yugi. Also mach's mir bitte nicht so schwer. Okay. Aber es ist kein ehrenhaftes Duell, wenn ich dich nicht als normalen Gegner behandle und meine Fähigkeiten voll einsetze, Bakura. Ich glaube, das ist wahr. Aber solange ich Spaß habe, ist es in Ordnung. Genau. Sobald Yami Marik oder Yami Bakura auftauchen, weiß ich auf jeden Fall einen in der Zuschauerschaft, der die Fangirlen werden. Mindestens ein, mindestens zwei. Haha! Ich fange an. Ich bin König. So, wir brauchen auf jeden Fall ein klein bisschen Licht, damit wir seine Viecher da countern können. Jetzt bin ich mal gespannt. Darkne. Was zur... Sechs Monster, okay. Tausenddrache, Babydrache Level 5. Gut, dass mir das jetzt gesagt wurde. Weil da, bis dahin brauchen wir ja noch einiges. Der ist sogar mal Level 2. Oh, shit. Babydrache ist das geringere Problem, den hochzukriegen, denke ich mal. Der ist zwar auch schon Level 2, aber das wird noch dauern. Na gut, wir packen mal beide rein, damit kriegen die Wesenserfahrung. Dann brauchen wir Licht. Da ist also Skelengel einmal doof. Wir probieren dich jetzt mal aus. So falsch das jetzt auch gerade klang. Lamont packen wir dazu. Zwei können wir noch. Wir können auch gut durchdrehen noch. Wir haben noch einiges an Punkten. Was nehmen wir denn? Eine Ente? Ach, die ist tot. Stimmt, ganz vergessen. Meine Ente ist dead. Da war ja was. Mein Sniper ist auch tot. Sonst noch irgendwas auf der Backline? Dich können wir noch mal reinschicken. Das ist aber auch eine Menge. So, wenn wir ihn dazu holen. Ich wünsche, man könnte Exodia-Teile fusionieren. Ja, doch, das wäre schon irgendwie ein doppelter Exodia-Fuß. Ja, doch, das wäre witzig. Was machen wir denn da jetzt? Das Ding hier können wir noch reinschicken. Das ist flink. Warte mal, eins haben wir noch über. Das heißt, wir können eigentlich auch ihn hier mit reinnehmen. Ist ein bisschen teuer alles. Okay, versuchen wir es. Wieso darf der sich so weit ausbreiten und ich muss hier auf meinem kleinen Quadrat bleiben?
Ein bisschen unfair. Dich packen wir dahin. Oh, du kannst dich gut bewegen hier. Das Problem ist ja, du erfährst ja eigentlich gar nicht, wann so ein Vieh fusionieren werden kann. Ist ja nicht so wie bei Forbidden Memories zum Beispiel oder generell in Legacy of... ne Quatsch. Duelist of the Roses, wo du einfach mal experimentieren konntest. Das sind ja hier wirklich strikte Anweisungen, die du erfüllen musst. Also auf jeden Fall will ich das schwarze Magiermädchen sehen. So viel ist man sie hier. So, dich können wir beschwören. Wie gesagt, ich bezweifle das, ne? Aber. So. Können wir noch wählen? Kostet 96. Nur das Gelängel. Den Stängel. Den Schwängel. Yes. So, Bakura. Zeig mir, was du kannst. Es ist wichtig, vorauszudenken, oder? Nein, mach einfach, wie du meinst, Bakura. Was ist das? Hat er jetzt ein Monster beschworen und gesagt, call it a day? Hier. Hier. Was hast du da beschworen? Oh. Oh. Okay. Ein bisschen an die Front hier. Warte mal. Also. So. Ja, kostet nicht so viel. Wie ist das hier Rang D? Das erscheint mir irgendwie blöd. Ah ja, stimmt. Ich kann dich noch gar nicht bewegen. Ganz vergessen. So, Skelängel, du bewegst dich auch mal ein bisschen nach vorne. Dich brauchen wir da. So, komm. Was hast du? Komm, beschwör mal mehr als ein Vieh. Ein Kuribo. Ein oller Pelzball. Und was auch immer das ist. Sieht aus wie der Goblin. Kann es aber nicht sein, weil es zu teuer war dafür. Was ist das denn? Was hat der da für... Was hat der für Monster? Ah, er hat Lavas. Er hat den Kobold. Er hat den da. Er hat einen geflügelten Drachen. Hüter der Festung. Und er hat einen Koribo. Und er hat das Ding. So, jetzt ist die Frage, wie positionieren wir uns hier am besten? Wie könnt ihr euch überhaupt bewegen? Ach du Scheiße, so einer. Das schwarze Magiermädchen schicken wir mal. Das macht das schon. Da bin ich stolz drauf. Das kriegen wir hin. Ja, vielleicht noch einen kleinen drachigen Backup. Just in case. Das ist im Weg. Hier hin und dann frontal. Dich beschwören. Ich meine, er hat sich noch nicht einmal bewegt. Der gute Spakura, ey. Aber er hat schon fast alle seine Viecher draußen. Ich aber auch und renn durch die Gegend. Er schiebt er sich durch die Gegend. Vor dem Kobold muss ich aufpassen, das weiß ich ja selber gut genug. Oh, you done fucked up. You done fucked up, mate. So, dann wollen wir doch mal gucken. Erstmal holen wir unseren Lord hier raus. So, damit kann schon mal eine fette Party steigen. Warte mal,
kann die hier zwei so. Das heißt, sie kann hierhin, aber mich nicht angreifen, weil sie diagonal... Sein, sie geht hier hin, dann kann sie diagonal angreifen, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Der hier, Slavas, der kann... Ja, der kommt eh nicht weit. Ich will das sehen. Komm, gönnt mir das doch mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie habt ihr das schwarze Magiermädchen designt? Ja, doch. Akzeptiere ich. Anime as fuck. Um im Laser. Traumfrau. Ich nehme zwei. Eine Frau, die Laser mag, kann keine schlechte Frau sein. Jetzt müssen wir mal gucken. Du bewegst dich zwei. Das heißt, wenn ich mich frontal zu dir hinstelle, bist du keine Bedrohung. Warte. Ich kenne doch dein Movement. Du bist... Nee, warte, hier. Es sei denn, du gehst... Das heißt, hier bin ich sicher. eins, zwei... okay, warte mal. Ja, komm. Es wird schon hoffentlich hinhauen. Okay, bin leer. Dass er mal 50 AP dafür verballert, das zu machen. Oh shit, das tut weh. Aber ich denke mal, es überlebt sie. Ich hoffe. Ich will's hoffen. Ich würde sie ungern gleich schon im ersten Match verlieren. Ich finde diese Baumlady immer noch creepy. Ja, 117. Na, ein Kuribo wird das nicht killen können. Nee, aber... Okay, ich hab schon begriffen. Du bist ein ziemlich pissiges Kuribo. Ah, shit, da hab ich da falsch geguckt. Gut, aber er hält einiges aus. Also das ist jetzt... 71 ist jetzt nicht so dramatisch. Ich hab grad gedacht. Okay. So, wie machen wir das jetzt am fiesesten? Hierhin und Lavas angreifen? Nee, da ist eine beschissene Idee. Ja, ich lass den mal da, der kann ja gut was tanken. Aber dich kann ich hierhin und dem Goblin gut wehtun. Okay, das ist eine Option. Behalten wir im Kopf. Jetzt gerade möchte ich erstmal meine Dame hier wegkriegen. Und zwar weit weg. So. Just in case. Dich packen wir mal hier hin. Da brauchen wir eigentlich gar nicht zu bewegen. Das ist Damage. Ja, komm. This is damage. Den akzeptieren wir so. Das ist guter Schaden. Was? Ach du meine Güte. Oh Mann, ey. So, mal, wo kannst du dich... Du kannst dich nur hierhin bewegen. Ist das ein Kill? Kannst du killen? Du kannst locker killen. Easy peasy. Yes. Sei nicht so hart zu mir. Oh doch, I will. I will, kiddo. Ah, doch, okay.
Hauptsache, das schwarze Magiermädchen ist in Sicherheit. Da werde ich pingelig, wenn die drauf geht. Hab Stock! Ja, Bakura klingt echt so, als ob er echt sich sagt so, Mann, kann ich das jetzt, können wir das nicht machen? Autsch, das war dein wirkungsvollster Angriff bisher. Falsch. Aber okay, ich lasse den glauben. Ich glaube, ich habe mich damit gerade genau in Reichweite bewegt. Aber... Ja gut, gucken wir mal. Es gibt kaum etwas, das ich jetzt noch tun kann. Du könntest aufgeben, aber ich denke mal, der CPU wurde nicht dazu konzipiert, einfach aufzugeben. Mein Drache... Oh, mein Drache ist okay. Dazu bin ich fähig, wenn ich böse werde. Oha, passt bloß auf, Leute. Passt bloß auf, wenn Bakura böse wird. Wenn du nicht mehr Schaden anrichten kannst, wirst du mein Monster nicht erledigen. Muss ihn ja nicht noch dazu auffordern, Yugi. Oh shit, der ist tatsächlich in Reichweite. Ist aber nicht so viel, es geht noch. Ich muss noch mit Skelle-Engel aufpassen. Aua! Kriegt eine Menge Angriffe gerade raus. Ah, ich glaube, noch müssen wir ihn nicht von der Klippe werfen. Boah! So weit, so gut. Das war ein bisschen verheerend. Der kann nicht angreifen, der auch nicht. Dann wollen wir doch mal. Jeder Zug bringt mich meinem Ziel näher. Aha. Du überlebst nicht mehr viel, leider. So, am liebsten würde ich dich hier wegkriegen, aber... Du machst da überhaupt keinen Schaden? Wie viel Schaden machst du an einem Kuribo? Auch nicht sonderlich viel. Ja, ich versuche dich erstmal wegzukriegen. Erstmal aus der Schusslinie, komm. Das sieht schon um einiges schöner aus, wenn wir das Ding loswerden. Ja, okay. Echt mal, sobald das schwarze Magiermädchen drauf geht, heißt es Klippenregel. So viel ist man sicher. Dann ist hier nonstop Klippenregel. 24/7. Gut, die gut. Könnt von hier aus schon angreifen. Mit absolut so gut wie keinem Damage. Das sieht schon besser aus. Warte mal. Lass mich mal gucken. Wie viel hast du noch? Du hast noch voll. Scheiße. Wenn sie hier steht, könnte sie angreifen, aber sie genauso. Das gefällt mir nicht. Schick das Ding nach vorne. Ich meine, wenn das Ding drauf geht, ist es mir relativ Wurst. Ich glaube kaum, dass du irgendwas ausrichten kannst, richtig? Ja, so gut wie gar nichts. Als ob ich das schon geahnt hätte. Du machst so gut wie keinen Schaden an ihr hier, ist das Problem. Nein, nicht angreifen. Bewegen.
Einen nach vorne, dann greifen wir wenigstens das Kuribo an. Das ist wenigstens eine Sache, die wir machen können. Autsch! So, wie kannst du dich nochmal bewegen? Diagonal 2. Ja, how about fuck you? Back to base. Ich lasse meine beiden Beeflords mal da hinten. Und guck, wie sich da, wie das hier. Das ist wahrscheinlich total scheiße, wie ich das jetzt mache. Aber trotzdem. Überlebt sie das? Gerade noch, ja. Aber wahrscheinlich diesen Zug nicht mehr. Vielleicht kriege ich ja ein besseres Positioning dadurch. Ja, jetzt will sie das, will er das Ding tot sehen. Gut, seems fair. Es tut mir leid, aber ich bin am Gewinn. Werd mal nicht zu großkotzig, mein Junge. Werd mal nicht zu großkotzig hier. Wobei ich ihn lassen muss. Shit. Das ist aber bei Vibe nicht genug. Und dein Positioning ist dann mighty crappy. Was war das denn jetzt? LOL. Okay. Wollt der mich der hat mich eingekesselt. Was geht denn mit dir? Okay. Passt. Müssen wir. Damit hier wenigstens mal... Ne? Okay. Oh. Oh. Borgiert. Oui, oui. Nö, weißt du was? Ich bleib einfach da mit meinem Skellengel. Was willst du dagegen tun, ne? Was willst du dagegen tun? In der Zwischenzeit knabbert dieser kleine Freund massig an dir. Das ist sogar richtig gut. Der Typ will echt das Magiermädchen tot sehen. He wants them titties. Wumm, Gleiter-Tornado. Alter, cool. Bumm. So far, so good. Nach. Ja, das. Warte mal. Ja, genau. Aber nicht mit mir. Warte mal. Es macht nicht viel. Die Frau hält eine Menge aus. What the fuck? Aber immerhin. Ja, wir müssen mal dem Ding so ein bisschen Schaden zufügen. Wenn es nicht viel ist. Wenn es nicht viel ist. Aber Skellengel kriegt dadurch ein Level ab. Eins hoch. So, was können wir mit dir noch machen? Du kannst noch einen Kuribo angreifen. Und töten. Sehr gut. Da waren es nur noch zwei. Nee, ich muss den Kampf wählen, leider. Es sei denn... Ich verstecke mich einfach hinter meinem Macker. Hinter Macker. So, warte mal. Eins, zwei. Könntest du. Könntest du hier und hier. Wenn ich mich also hier hinstelle... Kannst du mir gar nichts. Hahaha. Bitch. Will er Skelle-Engel?
Ja, habe ich mir fast schon gedacht, dass er den jetzt sich krallt. Gut, da werden wir mit leben müssen. Eine Runde ohne Skelly. Ohne Skelly. Ohne Captain Bones. Fuck! No! You've done fucked up. You have done fucked up. You have the done fucked the up. Du fucking cunt. Warte mal, wenn die sich hierhin bewegt, könnte die mich direkt angreifen. Okay, ich muss mich also gleich wegbewegen. Klippenregel. Der Typ fliegt. Ich komme da auch jetzt nicht mehr hin zurück, ne? Immerhin mache ich jetzt dein Vieh kaputt. Ich habe da echt nicht drauf geachtet. Scheiße. Dass sie da echt in der Danger Zone steht. Aber das ist etwas, was du bereuen wirst. Bakura Boy. Mein Bakura Junge. Was willst du machen? Mit dir meinen Zeitzauberer krallen? Trau dich. Trau dich, du bist gleich Futter. Das ist ein Fehler, den hast du einmal in deinem Leben gemacht. You're gonna die. Macht nix. Macht nix, pass auf. Das habe ich jetzt nämlich geplant. Und der ist Level 4 schon. Ne, Level 3. Ah, auch okay. Und Blitzschlag erlernt. Was ist dann Blitzschlag? Fügt ein Gegner in den Angriffsradius Schaden zu. Artig. Wow! Das heißt, einfach nur, dass sie in der Nähe stehen, kriegt die Bitch Schaden. Ich habe mich verplant. Like again. Und ich muss mich wieder wegbewegen mit meinem Stock hier. Hierhin. Richtig? Sie kann sich nur diagonal bewegen, aber so angreifen? Ja. Das heißt, hierhin. Wenn sie hierhin geht, ist ihr Angriffsradius hier. Wenn ich mich hierhin stelle, kommt sie nicht ran. Okay. Gut. Da habe ich mich erneut verschätzt. Du kannst nirgendwo hin, du bist umzingelt, Kant. Die Frage ist auch, wann prockt dieser Donnerschaden? Jetzt? Leider nicht. Du willst mir unbedingt noch auf den Sack gehen, kann das? Du willst mir unbedingt noch auf den Sack gehen. Okay, dann. Diesen... Entspann dich, Yogi. Sag du mir nicht, wann ich mich entspannen soll, Bakura Boy. Du kleiner Lutschbonbon. You gonna die! Das wird dir den Rest geben! Sehe ich genauso, Yugi. Mir geht's genauso. Sie sind alle weg. Ich glaube, da war nichts mehr zu retten. Fuck off, Kid. Du mit deiner bekloppten Herbstschlampe, die nehme ich dir weg! So viel ist man sicher. Sorry.
Der kam genau während des Satzes, leider. Ich hab verloren. Kleppenregel. Aber ich hatte eine Menge Spaß. Ja, weißt du, woran ich eine Menge Spaß hab? Kleppenregel. Du warst ein ausgezeichneter Duellant, Bakur. Wirklich? Nein. Oh, ich weiß, das sagst du nur, damit ich mich besser fühle. Mach weiter so, Yugi. Ich weiß, du kannst das Turnier gewinnen. Können wir ihm bitte eine Klippe runter dropkicken? Einfach nur Sparta? Naja, immerhin hat der Zeitzauberer überlebt. Ist an sich ein guter Tank, wenn man es mal so sieht. Es haben nur 3 Monster überlebt, Alter. Gib. Gib. Das Ding ist sogar jetzt schon Level 2. Kein Wunder, es hat ja auch ein paar von meinen Viechern ausradiert. Ich kriege ja so ein Level 2 Monster basically geschenkt. Nennen wir es geschenkt. Ich habe es ihm aus der Tasche gezogen. Er hat es nur nicht bemerkt. So. Das war's denn aber hier und jetzt. Ich will nur noch wissen, wer das nächste Mal dran ist. Also, das Spiel macht mir echt Spaß. Das ist an so einem Yu-Gi-Oh! Spin-Off habe ich schon lange nicht mehr so einen Spaß gehabt. Wie das nachher wird, wenn wir mal wieder ein richtiges Yu-Gi-Oh! Spielen. Da bin ich ja mal gespannt, wie das dann eskaliert. Das ist dann eine Eskalation, auf die ich mich jetzt schon freue. Mein nächstes Opfer wäre... Ach, schau mal, na guck, haben wir nicht letztens von dir gesprochen? Bandit Kiff? Ja, aber mehr zu Banditen, die kiffen oder all sowas, ne? Erfahren wir beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, Leute.